Moin Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wir haben mal so eine kleine Planänderung jetzt, denn wir werden als nächstes mit den Graubärten sprechen. Den Grund dafür werdet ihr dann noch später sehen, vielleicht werde ich eben auch noch im Rahmen der heutigen Folge enthüllen. Denn ich habe mich schlau gemacht. Man muss zuvor mit dem Graubärten sprechen, um eine Sache zu erreichen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wo sind denn die Graubärte? Wir müssen nach Iverstadt. Dann gehen wir mal zu diesen Ruinen und laufen dann dahin. Hier sind scheinbar auch wieder Banditen in dem Lager. Und die Kaiserlichen machen einfach nichts, ne? Kaiserliches Militärlager entdeckt. Wann passiert denn endlich einmal... Was? Ach, hört schon auf zu jammern. Wo ist denn euer Lagerkommandant? Verdammte Staubmantelrebellen! Ich will den Tod haben, Leute. Okay, den krieg ich scheinbar nicht. Wo ist denn der Lagerführer? Nicht da. Vielleicht hier. Persönlicher Quartiermeister. Naja, ist auch egal. Wollen wir mal weiter latschen. Zutaten nehmen wir mit. Wie wiege ich? Ja, geht noch. Wir müssen ja nur diese Quest triggern. Dann haben wir das geschafft. Wo ist der Bär? Müssen wir nämlich gar nicht hin. Deswegen doch einfach mal weiter. Ist das hier schon Iverstadt? Ja, das ist Iverstadt. Sehr schön. Hallo. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe. Ja, wir gucken einfach mal hier rein, dann können wir noch ein paar Quests mitnehmen. Was wollt ihr? Könnt ihr mir etwas über Hochrotgar erzählen? Klimek bringt ihnen alle paar Wochen Vorräte, wenn das Wetter es zulässt. Darüber hinaus scheinen sie ein ziemlich stilles Völkchen zu sein. Ich weiß nicht sonderlich viel über sie. Na gut. Was für eine lange. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Also, ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Sehr schön. Okay, aber der ist ein Drache. Das machen wir irgendwann anderes. Erzählt mir mehr über das Hügelgrab. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Ich könnte Nachforschung für euch anstellen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Jawohl. Haltet im Hügelgrab die Augen offen. Sonst erwischen sie euch. Ist hier noch jemand? Ja, du. Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Ach so, nur was zu essen. Eine angenehme Reise, mein Herr. Danke. Dann gehen wir wieder.
ausgerüstet. Achso. Das machen wir erstmal nicht. Okidoki. Haben wir hier oben noch den? Okay, da komme ich jetzt nicht rein in Kimex Haus. Hier vielleicht irgendwas? Komme ich auch nicht rein? Wenn meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Ihr müsst ein Pilger auf dem Weg nach Hochrodgar sein. Das ist der einzige Grund, hierher zu kommen. Ja. Einfach so schnell, ihr könnt aus der Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Was verärgert euch so? Mein Geschäft geht den Bach runter. Mein Lehrling hört nicht auf mich und jetzt kommen auch noch Drachen. Hätte ich nicht alles Gold in meine Mühle gesteckt, wäre ich schon längst aus Ivarstadt verschwunden. Habt ihr ein Bärenproblem? Macht ihr Witze? Diese verdammten Biester treiben mich in den Ruin. Wisst ihr was? Wenn ihr mir 10 ihrer Pelze aus Himmelsrand bringt, bezahle ich euch für das Ausdünnen der Population. Okay. Das jetzt verpasst diesen dummen Bären eine Abreibung. Das ist ein guter Deal. Seid ihr wieder auf dem Weg, die 7000 Stufen hinauf? Seid ihr auf dem Weg nach Hochrodgar? Die Lieferung bringt ihr nach Hochrodgar. Ich bin hauptsächlich Nahrungsvorräte. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr... Es gibt eine Art... Das Problem ist, dass meine... Wirklich? Ja, nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war... Heute nicht. Hallo? Ich bin für den Was kann ich an diesem Bund? Mein Vater... Er sagte... Also habe ich seinen Rat angenommen. Ja, erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Die Graubärte... Das werden wir ausrüsten, das nehmen wir raus. Ich weiß, haben wir auch dann jetzt 2 Quests, dann können wir auch die beiden direkt auf den Weg machen. Das dürfte der Weg hoch nach Hochrodgar sein, nehme ich jetzt mal an. Ich bin mal gespannt, was uns dort oben erwarten wird. Okay, hier warten wir dann voll. Ja, komm, toll. Granatstein. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, wie viele Trolle uns noch auf diesem Weg begegnen werden. Na, wirklich. 7000 Stufen sollen das sein. Okay, bin gespannt. Ach, die Ziegen, die lasse ich mal in Ruhe. Die haben mir nichts getan. Die greifen mich ja auch nicht an. Okay. Das geht schon echt ganz schön weit nach oben, würde ich einfach mal so behaupten. Hier liegt Schnee. Oh, wer bist du denn? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodgar emporsteigt. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Okay. Besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Okay, Wagner. Ja. Tu wieder deine Arbeit. Ja, geh runter. Hast recht. Warst du fertig mit Anpreisen oder was auch immer du gemacht hast? Beten. Oh nö. Das ist ja schon mal echt gut. Bärenklauen. Einfall. Zählt der auf? Ja. Irgendwelche Bärenklauen. Das ist natürlich gut. Der hat aber seinen noch an. Wunsch. Schneebären. Yay.
wohl nicht ändern, dass man, dass diese Pfeiler sich manchmal in den Boden reinbacken. Dann findest du sie halt einfach nicht wieder, ne? Ist schon echt gemein. Naja. Ist halt so. Distel 2. Ja, das Gold kann ich nicht mitnehmen, schade. Aber wenigstens ein Distel 2. Okay, wo ist der Bär? Muss irgendwo ein Bär wieder sein. Deswegen ducke ich mich auch gerade. Ich bin jetzt weit genug weg, kann wieder ein bisschen rennen. Hier geht es ja echt die ganze Zeit eigentlich nur auf und ab, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich nicht wirklich weiter nach oben komme. Aber ist das da oben hoch, Rodger? Oder sah das mal so aus dem Stein? Oh, noch einer. Hallo, Carita. Wer seid ihr? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Na gut. Was macht ihr denn da? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Okay. Alles klar. Sie wollte mir nicht ihren Namen verraten. Der Name stand da die ganze Zeit. Ja, gut. Ist nicht so. Hätte man vielleicht Fragezeichen hinmachen können. Weil ich glaube nicht, dass man diesen Namen nochmal nachträglich irgendwie erfährt. Ich glaube nicht, dass diese Person nochmal irgendwann wichtig wird. Da oben, ja, hier. Sprichst du jetzt hier runter? Da runtergesprungen. Ist nix. Ich denke jetzt im Moment nicht nur, ich laufe außenrum um den Berg. Ich komme gar nicht höher. Es geht schon wieder nach unten. Mal ganz im Ernst, mache ich irgendwas falsch? Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Was gibt's denn hier oben? Nix. Sieht mir so aus, als ob da irgendwas liegen könnte. Ah, nix gesehen. Nix gefunden. Aber scheinbar kommen wir dem schon ein bisschen näher, weil die Punkte jetzt nicht mehr direkt überlappend sind. Jetzt gerade in die richtige Richtung. Sehr schön. Da finden wir ja noch einen Bären. Da können wir ja nochmal einen Pelz abnehmen. Aber so wie es aussieht, kommt hier jetzt nichts mehr. Nee, da ist diese Burg. Das Schloss. Wie auch immer. Vielleicht auch ein, nennt man das nochmal, oh, sag schnell. Okay. Ich komme gerade nicht drauf. Ich überlege weiter an der Zeit. Tollfisch. Distel 2, Gigi. Das nehmen wir mit. Hier Mehl. Besser. Cool. Cool. Grüner Apfel. Gut. Ist das was Sonstiges, was ich da reinpacken muss? Chemix-Vorräte. Genau. Kehre zu Chemix zurück. Ja, das werden wir dann noch machen. Oh, hier sind noch ein
Okay. Gehen wir mal weiter hier hoch. Hoch, Rodger. Zu dem muss ich. Wer bist du? Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ich folge eurem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Noch unerbittliche Macht, okay. Ich muss gerade nochmal auswählen. Zack. Keine Angst. Euer Schrei wird uns nicht verletzen. Fuß! Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrodgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Ich folge eurem Ruf, Meister. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrodgar begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Was ist mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Ich bin bereit zu lernen. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte. Ihr seid nicht das... Ja. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gibt. Ich bin bereit zu lernen, jetzt aber. Mehr. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Turm, als Schrei unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid. Wartet mal. Mal erstmal weg. Zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Okay. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren. Das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Die anderen sprechen nicht. Ihre Stimmen sind zu mächtig. Ihr könntet sie nicht ertragen. Okay. Gleichgewicht. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen... Oh, nochmal gucken. Schreie. Könnt ihr jetzt das zweite aktivieren? Ja, machen wir das doch mal. Das Wort der Macht ist nur der erste. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Okay. Nun, so lernt der Rest von uns Schreier. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Ja, habe ich schon. Nutzt eure Schreie, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ziele? Wo ist das nächste Ziel? Gut gemacht. Wieder einmal. Ja, weiß ich. Sehr schön. Weiter, los.
präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Da musste ich mich gerade mal muten. Tut mir leid. Boah. Ich musste schon wieder niesen. Die Allergie macht mich echt fertig. Uiuiui. So. Bori, zeig mir, was ich wissen muss. Los. Los, zeig mir, was ich wissen muss. Braucht nicht immer so lange. Wie ich sehe, habt ihr bereits mit dem Lernen des Schreis Wirbelwindsprint begonnen. Mhm. Meister Bori wird euch Raserei beibringen. Das zweite Wort von Wirbelwindsprint. Okay. No. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bo. Er wird sein Wissen über Kult. Okay. Werden wir sehen, wie schnell ihr ein neues Wort meistern könnt. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Okay, Wulfgar, nochmal. Meister Bori. Max. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Mhm. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Vielen Dank. Wie lautet meine nächste Aufgabe? Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Mhm. Bleibt dem Weg der Stimme treu. Okay. Dann werdet ihr wiederkehren. Ah, wir haben die Hauptquest weitergemacht. Möge der Himmel. Wir haben die Hauptquest weitergemacht. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir diese Quests nicht mehr weitermachen müssen. Erstmal. Vorerst. Wir werden sie natürlich irgendwann später machen. Aber das Horn von Jürgen Windrufer müssen wir jetzt erstmal nicht machen. So. Machen wir hier mal hier weiter. Wir gehen erstmal zu Kimek und zu Temba Langarm und lassen uns schon mal ein bisschen was dafür geben, was wir gemacht haben. Wer seid ihr? Ihr da! Ihr werdet Drachenblut genannt? Ja, ich bin ein Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als ein Abklatsch. Okay. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Zeit zu sterben! Okay. Solange ihr noch könnt.
Grube. Jawohl. Ist nichts wert. Aber komm. Wer weiß, wie noch mal die hier noch bekommt. Nehme ich mal mit. Kommt jetzt wieder nach oben. Ist noch jemand gestorben? Die Nein. Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann. Bei diesem ist es was wert. Okay, Kultistenbefehle. Gezogener Waffe näher. Befehle der Kultisten. Bücher. Wo ist es denn? Ha? Wie hieß es nochmal? Kultistenbefehle, da. Geht in Rabenfels an Bord der Nordmai. Bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Partyphnix, bevor er Solstheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolges zurück, dann wird Mira Ark sich erkenntlich zeigen. Okay. Habe ich dafür jetzt irgendeine Quest gekriegt? Drachenblut, Reise nach Solstheim. Die habe ich gekriegt, das ist aber schön. Deswegen haben wir das gemacht mit dem Horn. Mit der Quest bei den Graubärten, damit die Kultisten kommen und damit das Add-on Dragonborn getriggert wird. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Sehr gut. Okay. Du um meine Fertigkeit wie jeder andere? Ah, schön euch wiederzusehen. Alles in Ordnung mit der Lieferung? Ja klar, ich habe die Vorräte nach Hochrotka gebracht. Das ist ein Aufstieg, was? Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Hier. Nehmt diesen Lohn für eure Mühen. 1000. Nice. Danke nochmal für die Lauferei. Gerne. Kein Thema. So. Jetzt bringe ich zu Temba, Thema Langarm. Wenn die hier ist, bei dem die Uhrzeit. Natürlich. Doch, ist sie. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Habt ihr mal okay, ich muss schon die, ganz Himmelsrand nach unberührten Bären Bäumen in der richtigen Größe so, absuchen. Das kostet zu viel Zeit und Geld. Naja, ist halt so. Okay, und hier oben soll ich gucken nach diesen komischen Geistern, die Stadt heimsuchen, oder wie? Das machen wir jetzt mal. Aber hier sind auch Gräber, alle offen. Ein bisschen komisch, ne? Das muss man ja schon mal ganz offen so sagen. Hier sind zwei drin. Naja. Wollen wir mal. Feuerschleierhügel. Aber bevor wir das machen, will ich. Warte mal. Erstmal den richtigen Schrei wieder ausrüsten. Druckwelle nämlich. Gucken, ob hier irgendwer ist. Oh. Also eigentlich würde ich mal vermuten, dass das hier ein typisches Draugerverlies ist. Aber you never know. Und? Oh mein Gott! Scheint noch keiner da zu sein, aber der da steht doch sicherlich gleich auf. Oder möchte aufstehen. Sehr schön. Gucken wir mal. Was gibt es? Okay, das war falsch. Das muss aufbleiben. Okay, da passiert nichts. Ja, ist okay. Ah.
Ergebnisurne. Und ein Rubin ist sogar drin. Ach, Eisentür Lehrling. Bitte. Da wären wieder Pfeile rausgekommen. Ach komm. Fallenauslöser. Ach, in solchen Ruinen hast du da oft diese Fallenauslöser. Man darf halt einfach nicht reinlaufen. Ne? Oh, ein Drauge. Ein bisschen Gold. Sehr schön. So, wo ist die Zugkette? Dort. Das ist ja schon ein bisschen arschig. Ist alles voller Fallen hier drin. Mhm. Hier ist echt. Wimmelt es nur so von Fallen. Sterblicher Dummkopf. Hä? Wer ist hier der sterbliche Dummkopf? Essenz des Phantoms. Ach, das sind gar keine Geister. Essenz des Phantoms. Aha. Das Tagebuch. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ihr kennt das Spielchen schon. Wir werden das mitnehmen. Oh, bringe das Tagebuch zu Wilhelm. War's schon? Mehr bräuchten wir hier drin erstmal nicht machen. Das war schade. Möchte gerne hier noch rein. Ah, dafür habe ich wahrscheinlich nicht die richtige. Ach Quatsch. Ich brauche die Saphirdrachenklaue dafür. Na gut. Das werden wir jetzt nochmal eben. Da. Och, nö. Den Typen zurückbringen. Muss ich jetzt nicht besser machen. Ja, perfekt. Bringen wir das einfach mal zu Wilhelm zurück. Guck mal. Nach Iverstadt. Wo ist denn der gute Wilhelm? Ah ja. Im Gasthaus. Seid auf der Hut vor Wölfen. Diese Bären hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrodgar. Das habe ich im Feuerschleierhügel gefunden. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Saphirdrachenklaue. Sehr schön. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Ja, gerne. Wir gehen jetzt noch mal eben nach da oben. Ach was, wisst ihr was? Das machen wir das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und lasst ein Abo da, um gar nichts mehr zu verpassen. Ich würde einfach mal so sagen, bis dahin und ciao.